Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt für diese Sitzung und für dieses Jahr. Und das ist adäquat und angemessen mit dem Kulturentwicklungsplan. Steigen ein in die Fraktionsrunde und es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Filius-Jena. Sehr geehrter Oberbürgermeister, in dem Fall auch sehr geehrte Frau Kulturbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch ganz schnell fertig. Bei diesem Kulturentwicklungsplan, das ist auch die einzige Kritik, die ich jetzt noch daran habe, habe ich mich schon sehr gewundert, warum die Verwaltung eigentlich das ursprünglich mal wirklich hervorragend begonnene Beteiligungsverfahren in der Zeit, als wir noch Kulturhauptstadt werden wollten, dann plötzlich eingestellt hat. Ich kann mir das eigentlich nur so ein bisschen mit der Schockstarre erklären, unter der man da dann stand. Denn so wie dann plötzlich der Kulturentwicklungsplan im Ausschuss zur Abstimmung stand, konnte man dem dann doch nicht zustimmen, weil da dann tatsächlich die Beteiligung irgendwie nicht weitergegangen war. Unter anderem waren die gesamten Einwendungen, und ich finde nach wie vor, oder inzwischen sehen das ja, ist es ja auch verankert, sehr berechtigten Einwendungen auch der Beauftragten für Gleichberechtigung, Integration und so weiter, um jetzt nur Beispiele zu nennen, die waren gar nicht eingearbeitet und das war eher ja dann doch so eine sehr theoretische Arbeit, die uns vorgelegt wurde. Dann hat der Ausschuss eigentlich in einer sehr großen Einmütigkeit gesagt, hier muss noch mal nachgesteuert werden. Und dann, muss ich sagen, ist ein wiederum wirklich vorbildliches Beteiligungsverfahren wieder aufgenommen worden. Bürgerinnen und Bürger konnten online ihre Einwendungen, Anregungen bringen. Wir hatten einen halbtägigen oder ganztägigen Workshop, wo der gesamte Kulturausschuss auch eingeladen war, der Kulturbeirat. Und jetzt, denke ich, ist das Ergebnis wirklich so, dass man mit voller Überzeugung zustimmen kann. Wir sehen, wohin sich eigentlich eine Kultur, deren Begriff sich auch wandeln muss, in einer sich wandelnden Gesellschaft weiter bewegen wird und muss. Solche wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit sind verankert. Das ist also auch nochmal im Nachklapp passiert. Und ich denke, wenn wir jetzt die Aufträge, die uns dieser Kulturentwicklungsplan mitgibt, dann auch umsetzen, und das ist dann wiederum unsere Pflicht, das zu überprüfen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Also ich stimme dem jedenfalls jetzt sehr überzeugt zu. Vielen Dank. So, wird CDU das Wort gewünscht? Sehe ich nicht, dann AfD, Herr Rentsch. Schnell gehen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger. Wir, die AfD-Fraktion, werden an dieser Abstimmung nicht teilnehmen. Kurz zur Begründung. Aus unserer Sicht besteht keine Notwendigkeit, die Vorlage zur Abstimmung zu stellen. Der sogenannte Kulturentwicklungsplan ist für ein politisches Votum zu theoretisch und viel zu allgemein gefasst. Es gibt einfach mal nichts darin, dem man zustimmen muss oder kann, was man ablehnen muss oder kann oder was eine Enthaltung rechtfertigt. Sinn und Unsinn liegen in den ca. 130 Seiten plus deren ominösen Anhängen sehr nahe beieinander. Das Papier enthält keine realen zeitlich fixierten Ziele. Behandelt werden darin überwiegend Absichtserklärungen und Zustandsbeschreibungen der hiesigen Kultur. Klimaschutzgedöns, Rassismusvorwürfe seitens der Integrations- und Ausländerbeauftragten Frau Winkler, als auch aggressive Gender-Mainstreaming-Forderungen der Gleichstellungsbeauftragte Frau Stanislav Kemana führen den Entwicklungsplan ebenso als Absurdum. Dennoch wird, respektive kann, dieses Traktat als mögliche Grundlage für interne Bearbeitungsprozesse innerhalb der Kulturverwaltung
dienstbar sein. Im Ergebnis ist der Kulturentwicklungsplan eine wahrgewordene Sisyphusarbeit. Der Felsblock kommt niemals am Gipfel an. Einzig die Schmerzen der kulturellen Unfreiheiten bleiben erhalten, solange ein derartiger Plan in der Verwaltungsmatrix Dresdens existiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Hecht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kulturleute, was die Haushaltssatzung für den Finanzpolitiker ist, der Kulturentwicklungsplan für den Kulturpolitiker im Stadtrat. Es gibt nur einen Unterschied, der Kulturentwicklungsplan ist unmittelbar verständlich. Wenn Dresden eines dieser ominösen braunen Schilder an der Autobahn nötig hätte, dann würde darauf stehen: Dresden, Stadt der Kultur. Kultur und Kunst ist für diese Stadt ein Wesenskern. Also auch die Frage, wie entwickelt sich die Kultur, wie kann sie entwickelt werden? Der Kulturentwicklungsplan liegt nun vor und wird von uns verabschiedet. Wir sehen das vollkommen anders als der Vorredner. Er ist sehr dick und gehaltvoll. Ich könnte und müsste eigentlich lange darüber sprechen, werde mich aber auf ein paar konkrete Aspekte beschränken. Für mich war wichtig, dass die Beschreibung der Funktionalität von Kultur in der Stadt sichtbar ist. Kultur ist ja nicht nur Selbstzweck und selbst dann wäre sie wichtig, sondern Kultur, Kunst und Kreatives sind Wirtschaft, bedeuten Attraktivität, sorgen für Stabilität und aber auch für Streit und im besten Fall für Streitkultur. Kultur versorgt uns mit Zutrauen und Optimismus und hilft uns in der Apokalypse, hilft uns bei all der Sinnsuche und bei lustvoller und leichter Unterhaltung gleichermaßen. Schlicht und einfach, ohne Kultur ist alles rein funktional. Darin liegt auch die Funktionalität von Kultur. Wie sieht der Kulturentwicklungsplan nun konkret eigentlich aus? Was steht drin? Ein paar Beispiele, Auszüge natürlich nur. Im Kapitel Musik finden wir folgende Formulierung: Stärkung der Clubkultur und freien Szenen, Klammer auf, unter anderem Nachnutzung altes TJG zu einem Zentrum für Popularmusik als Beitrag zu einer stadträumlichen Belebung, Klammer zu. Bei Tourismus lassen sich finden, als Beispiel, Weiterentwicklung und Nutzung des Veranstaltungskalenders der Stadt Dresden, Gedankenstrich, künftig eines der wichtigsten Infoportale für touristische Gäste, idealerweise mit integriertem gemeinsamen Ticketing der städtischen Kultureinrichtungen. Und bei darstellender Kunst ein Auszug: Einführung einer Honoraruntergrenze und Realisierung des Konzeptes Fair in Dresden. Hier werden wir noch in späteren Zeiten mit dem Finger auf diesen Plan zeigen können und sagen: Hier steht es aber so, so haben wir uns verabredet, jetzt müssen wir auch. Der Kulturentwicklungsplan ist also eine Art Blaupause für Entscheidungen, für Gestaltung der Kulturlandschaft, für die Perspektive der Akteure, der Institutionen und ihres Publikums und für die Verwaltung und uns Politik auf der anderen Seite. Und damit bin ich beim letzten Aspekt: die Zusammenarbeit, die Entstehung des Kulturentwicklungsplanes. Der Plan entstand nach sehr tiefgründiger Vorbereitung durch die Kulturverwaltung, der für diesen Prozess außerordentlichen Dank gebührt. Vielfältige Meinungsäußerungen aus Beteiligungen, das wurde ja gerade schon erklärt, Kulturhauptstadtbewerbungsveranstaltungen und so weiter, sind eingeflossen und wurden dargestellt. Und dann kam es nochmal zu dieser Workshop-Phase mit dem Kulturausschuss, mit deren Ergebnis dann nochmal die Verdeutlichung des Kulturentwicklungsplanes verbessert wurde. Wir haben nicht nur die Funktionalität, die ich angesprochen hatte, sondern auch den visionären Teil etwas ergänzt. Diese Zusammenarbeit macht Mut für das weitere Umgehen mit dem Plan. Für uns als Linksfraktion war allerdings auch wichtig, dass wir den Plan nochmal vornehmen können,
in regelmäßigen Abständen diskutieren und anpassen. Und ein allerletzter Aspekt muss in diesen Zeiten noch Erwähnung finden, wenn es um Kultur geht. Der Kulturentwicklungsplan basiert auf unserem bisher erfahrenen Optimismus. Lassen wir aber die Kultur, die wir hier in diesem Plan so gut beschrieben finden, deren Vielfältigkeit ein Schatz für die Stadt ist, lassen wir Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Tourismus nicht im Stich. Wir müssen in der nächsten Zeit darauf achten, dass unsere Stadt vollständig aus der Krise wieder rauskommt. Und Kultur ist hier der Kern. In dem Sinne vielen Dank und eine schöne Weihnachtszeit. So, wird SPD das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. FDP das Wort gewünscht? Ja, bitteschön, Herr Hase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Interessante Debatte an diesem Punkt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Werbe und Einsatz für die Kultur heute Abend gewünscht. Deshalb will ich es nochmal versuchen, es auf den Punkt zu bringen. Nach über 3 Jahren Arbeit, intensiver Arbeit an diesem Dokument, ist das, glaube ich, auch angezeigt. Mit dem überarbeiteten Kulturentwicklungsplan übergibt sich die Landeshauptstadt Dresden das zweite Mal nach 2008 eine langfristige Kulturstrategie. Setzt bestimmte Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen für den städtischen Kulturbetrieb neu fest. Für eine Stadt wie Dresden, die sich selbst immer als Kunst- und Kulturstadt versteht, in der Kultur nicht nur einen wichtigen gesellschaftspolitischen Stellenwert einnimmt, sondern zugleich ein herausragender Wirtschaftsfaktor ist, ist die Verabschiedung einer solchen Strategie eben nicht banal. Dies sollte auch allen Nicht-Kulturpolitikern klar sein. Und ich hoffe, dass der eine oder andere hier im Stadtrat, der nicht im Kulturausschuss sitzt, auch einmal in dieses Dokument hineingelesen hat oder es wenigstens wohlwollend zur Kenntnis genommen hat. Natürlich kann man angesichts der aktuellen Lage fragen, wozu braucht die Stadt ein sperriges Grundlagendokument bestehend aus über 150 Seiten und diversen Anlagen? Ist momentan nicht viel mehr Flexibilität und Spontanität gefragt? Müssen wir angesichts von Corona nicht eher auf Sicht fahren? So mancher Kulturbetrieb in unserer Stadt scheint in seiner Existenz bedroht. Und ja, manche werden es leider auch nicht schaffen. Und genau deshalb kommt es jetzt darauf an, die langfristigen Perspektiven nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade in der aktuellen Situation macht es Sinn, substanzielle Kriterien zu definieren, Strukturen festzulegen, zu schützen, die für den Fortbestand der Kunst- und Kulturstadt Dresden von essentieller Bedeutung sind. Das geht eben nicht ohne Strategie, ohne Ziele, ohne Rahmen. Denn diese Leitplanken werden wir eines Tages brauchen, wenn es nach Corona wieder darum geht, dem Kultursektor neuen Halt zu geben. Von daher ist der ganzheitliche Ansatz, der gewählt wurde, der die Veränderungen im kulturellen Bereich der letzten Jahre aufnimmt, ebenso wie die gesellschaftlichen Prozesse, die ihn tragen, richtig gewählt. Die Festlegung von Leitlinien, die den Stellenwert und die Funktion der Kultur für unsere Stadtgesellschaft jetzt und in der Zukunft umreißen, ist ein durchaus gelungener Einstieg in die Materie. Ich glaube, dort liegt auch eine der wesentlichen Stärken des Dokumentes. Wobei man natürlich immer darüber streiten kann, haben wir die gesamte Breite und Tiefe des Themas vollständig erfasst. Apropos Streit, der kann auch produktiv sein. Sich an den Positionen anderer zu reiben, ist gerade für den Bereich der Kultur typisch und gewinnbringend. Und so sind die Ideen und Anregungen vieler in das Papier eingeflossen. Meine Vorredner haben schon etwas zur bürgerschaftlichen und politischen Beteiligung gesagt. Davon kann ich selbst berichten, da ich sowohl als bürgerschaftlicher Akteur als auch als verantwortlicher Kommunalpolitiker an dem einen oder anderen Schritt bei der Entstehung des Planes mitwirken konnte. Kritisch anzumerken bleibt, dass das Dokument für den kulturpolitisch interessierten Laien eher schwere Kost ist. Ich hatte ja bereits eingangs auf den veritablen Umfang hingewiesen. Auch wird die Lesbarkeit des Dokumentes durch die oft sehr elaborierte Ausdrucksweise nicht gerade gefördert. Oft hat man den Eindruck, man befinde sich in einem Oberseminar der Kultursoziologie. Hinzu kommt die unterschiedliche Qualität der in Kapitel 2 aufgelisteten Umsetzungen in den Fachsparten. Mitunter treten
bei der Gedankenführung und im Sprachstil deutliche Unterschiede zutage, was natürlich sowohl mit den Qualitäten der Autorin der jeweiligen Passagen als auch den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Genres zu tun hat. Auch die Kapitel abschließende Operationalisierung ist leider nicht durchweg gelungen. Von konkreten Zielstellungen bis zu nichtssagenden Allgemeinplätzen ist dort alles vorhanden. Mit Blick auf die Fortschreibung des Dokumentes in der Zukunft sehe ich erheblichen Nachsteuerungsbedarf. Der nächste Kulturentwicklungsplan sollte daher inhaltlich kompakter und sprachlich verständlicher daherkommen. Da müssen wir zu gegebener Zeit drüber reden. Schlussendlich bleibt anzumerken, dass ein solch umfängliches und komplexes Grundsatzpapier auch mit Leben erfüllt werden muss. Etwas aufzuschreiben und beschließen, heißt noch lange nicht, es umzusetzen. Der Stadtrat hat in den letzten Jahren zahlreiche Konzepte, Master- und Entwicklungspläne verabschiedet. Doch vieles davon verschwindet einfach in der Ablage, wird von der Verwaltung ausgesessen oder schleppend auf den Weg gebracht. Damit aus dem Kulturentwicklungsplan kein totes Dokument wird, haben sich die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, übrigens fraktionsübergreifend und einstimmig, darauf verständigt, von der Verwaltung jährlich eine aktualisierte Auflistung des Investitionsbedarfs für die Liegenschaften sowie einen Sachstand zur Umsetzung der Ziele des Planes anzufordern. Ich bitte Sie daher, dieser Beschlussempfehlung des Kulturausschusses vom 1. Dezember 2020 zuzustimmen. Wir für unseren Teil werden dies tun und hoffen natürlich, dass auch alle anderen Fraktionen da entsprechend mittun werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Nicht der Fall. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Vierundfünfzig Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Damit wären wir durch die vereinbarte Tagesordnung für heute durch. Darf die Sitzung schließen, Ihnen noch einen dann schönen vierten Advent und ein paar besinnliche Weihnachtstage wünschen. Kommen Sie gesund und munter wieder im neuen Jahr zu den Sitzungen. Einige Ausschusssitzungen haben wir ja noch nächste Woche. In diesem Sinne einen schönen Abend.